Bin ich allein? Cool, ich dachte schon, ich bin allein. Mir ist gerade eingefallen, wir hätten auch ins Headquarter gekonnt, uns ausstatten. Damit wir vernünftig ausgestattet sind. Du bist noch auf Local. Jetzt? Jo. Das Ding ist halt so, ich sag's so wie es ist, die Blendgranaten müssen unbedingt gefixt werden. Die sind ja mega krass. Die blenden ja vier Räume weit. Konnte man hier nicht irgendwie sprinten? Nee, das ist schon das Schnellste, was du machen kannst. Ah, okay. Guck wieder links. Jo, Okay. bestimmt im Haus. Ja, hier vorne im Raum gleich. Mal gut, dass ich eine Flashlight diesmal dabei habe. Ach, das habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht. Ich habe die gar nicht confirmed. Habe ich für dich gemacht. Alles gut. Ja, jetzt stürmen wir das Gebäude aber richtig. Ups. Oh. Ich wollte eigentlich drunter gucken. Okay, wir flashen direkt. Rechts, rechts im Raum, einer mit Waffe. Ja, wo ist er hin? Okay, hab ihn festgenommen. Hättest du mich gerade fast getötet? Nein. Bei neben meinem Kopf habe ich irgendwie Funken gehabt. Nein, 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 nein. Das war ganz weit weg. Ich kann die Waffe nicht, jetzt. So, ja, das macht Sinn. Nee, nee, also ich habe schon mit Sicherheitsabstand und ich habe auch so ein Teamvisier drauf, also so ein Laser. Und wenn da vor dem Sensor jemand ist aus meinem Team, dann passiert da nichts. Ich komme so schnell ich kann. Okay, du bist nach oben durch. Okay, einer steht da noch. Okay, ich habe ihm Warnschuss gegeben. Ich hoffe, ich habe das richtig gesehen, dass er ein Messer hatte. Ja, der war eindeutig auch bewaffnet. War Suspekt, war Suspekt. Okay, ich bin oben. Tätige Festnahme. Gib ihr noch eine. Schade. Ich habe hier auf jeden Fall noch Leute. Hier ist auch eine, die Hände oben hat. Ich bin stuckt. Schön hier bleiben. Okay. Aufstehen. Ach, da bist du. Patrick, erschreck mich nicht so.
Okay, da ist, glaube ich, noch einer drinne. Gerade durch ist eine Frau unbewaffnet. In dem Raum. Okay, ich Wollen wir guck. von zwei Seiten rein? Ja, ich guck nur kurz wegen Sprengfalle und dem. Hier ist auch nur die unbewaffnete Frau zu sehen. Keine Sprengfalle. Okay. Zugriff auf. Okay, ich hab sie. Du hattest einen anderen Raum als ich. Wird das Badezimmer getrennt? Hattest du die andere Seite fertig gemacht? Ja, nein, nicht ganz. Weitestgehend. Ich war hinten nicht drinne. In dem dunklen Raum, wo ich nichts sehe, da bin ich nicht drin gewesen. Hier ist keiner. Ein Kinderbett. Was haben die vor, die kranken Schweine? Dafür werden wir die dran kriegen. Whey-Protein im Regal, müssen wir uns merken. Hast du das Backpulver mitgenommen? Wollen wir Kekse backen am Feierabend? Ja, ich habe mir Mehl ausgeliehen hier. Die Waffe von ihr fehlt hier noch. Das Messer, ne? Das Messer habe ich, habe die Macke auf. Nicht. Also hast du jetzt alle Waffen? Kleiner Moment, ich lege ein Ei. Das war gut. Ach so, ein Raum weiter. Okay, die ist. Kleinen Moment. Hat die eine Waffe? Er hat eine Waffe. Mann, war das professionell. Ich bin so krass. Okay. Ich komme langsam wieder rein in die Steuerung. Okay, hier sehe ich jetzt soweit nichts. Doch, da ist ein Typ mit einer Waffe. Ich schieße durch die Tür. Naja. Keine Falle. Und von hier aus sehe ich gar nichts. Kann ja sagen, dass keine Falle da ist, aber ob was da hinter den Kisten ist. Okay. Nachladen. Ja, lädst du eigentlich nach? Ja, das war ein Versehen. Okay, hinter den Kisten ist nix. Oh, wir wollten zusammen durch die Tür. Ich will dich anfassen. Pass mich nicht an. Du hast einen echt geilen Hintern in der Hose. Martin. Trainiere ich auch für. Im Haus waren wir in den rechten Räumen gar nicht, ne? Von hier aus gesehen rechts. Stimmt, wir sind direkt hoch. Oh, ich hätte jetzt fast eine Geisel, Zivilist erschossen. Eine Geisel. Wir nehmen jetzt auch Geiseln. Oh, die können wir auch. Zwei Zivilisten? Wir werden unterbezahlt. Gebt uns mehr Geld und wir knallen die ab. Okay, hier sind zwei Zivilisten drin. Wollen wir die flashbangen? Oder hier, ich Taser. Hast du auch einen Taser? Ich habe nur eine Glock. Ja, die machen wir fertig. Oh, abgeschlossen. Klar, Moment. Ich war mal Schlossknacker. Bei den Panzerknackern.
Guck mal, das juckt die gar nicht, dass die funkelt. Ja, das muss auch noch gemacht werden. Das juckt die gar nicht, dass die funkelt. Im Bad ist keiner. Okay, ich nehme erstmal fest. Du bist überhaupt nicht mein Typ, du hast keinen Penis. Okay. I'm ready. Also vor meiner Tür steht einer, der hat beziehungsweise Schuhgröße 45, 46, aber mehr kenne ich von ihm auch nicht. Mal reingucken. Okay, okay, okay. Der hat eine Waffe. Auf die Tür gerichtet. Ich habe keine Waffe gesehen. Ja, er steht ungefähr hier. Und er zielt auf die Tür, da wo die... Hier steht auch einer in dem anderen Raum. Vielleicht rechts. Professionell, ich hab Flashbang. Okay, okay, okay. Ja, er steht aber... Warte, der muss... Ich muss hier weg. Komm ein bisschen weiter zur Seite. Der hält die Tür zu, der Arsch. Hallo. Ups. Ich sehe nichts. Das haben wir mega gut gemacht. Alter, wie lange hält die Flasche, ey? Darf ich dir mal was Lustiges zeigen? Ja. Ja. Ich habe den gerade mit der Tür K.O. getreten, so gesehen. Also der war benebelt. Ich bin so krass. Oh, 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 oh. Ich gehe weg. Bist du soweit? Ich hoffe. Oh, da sind Zivilisten. Das ist ja geil. Hat geklappt. Guck. Wie cool ist das denn? Ich habe gehofft, die Zivilisten, dass denen halt nichts passiert, habe ich gedacht. Nein, nein, zum Töten reicht die Sprengmenge nicht. Wo ist deine Waffe? Weiß ich nicht. Hat ah, ich hab sie. Ja, ich hab sie, ich hab sie. Perfekt. Das ist so lustig, dass du die halt mit den Sprengen setzen und der Tür dann außer Gefecht setzen kannst. Wir sind so professionell, aber jedes Mal, wenn du eine Tür wegsprengst, ist die bei mir noch da. Ich kann den halt nur durchlaufen. Ah ja. So, ab in die Crackhöhle. Ne, 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 das Gebäude machen? Ja, würde ich sagen. Und dann als letztes in die Tunnel. In die Katakomben. Wir sollten vielleicht wirklich mal zum SWAT gehen. Wir haben es drauf. Bis auf erste. Job haben wir nicht lange. Also ich bin sehr überzeugt von mir. Hä? Da ist, dich hat einer gesehen. Der müsste oben. Oben ist ein Loch, ne? Denk dran. Ich glaube keine Sprengfalle. Irgendwo hier hat gerade. Okay, der war bewaffnet. Geh direkt hoch. Keine Bewegung. Blöder Wichser. Wo ist die Waffe? Hä? Ah, hier unten. Oh Gott, dieser war tief gefallen. Verdammte Schwerkraft. Oh, er schläft. Nicht so laut. Was? Ich habe nicht nach einer Falle geguckt. Okay, ich habe nach einer Falle geguckt. Okay, cool. Du weißt, dass du dein Magazin checken kannst, ne? Dass du nicht immer nachladen musst. Wie denn?
Ja, gedrückt halten. Ah, cool. Professionell. Wenn ich würde, wer dann? Einfach mal mittendrin im echten Einsatz, so einer will zutreten, machst die Tür kurz auf und wieder zu. Das wäre so richtig witzig. Stell dir vor, du arbeitest wirklich beim SWAT. Dann kommt da einer mit einem Rambock und du weißt, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Machst die einfach richtig schnell aus, wenn er gerade ausgeholt hat. Machst die Tür auf. Er fällt so durch die Türschwelle. Wow, die Wände rennen dann bei mir erst, wenn ich hier unten bin. Links ist eine Frau, keine Waffen. Okay, können wir erschießen? Okay, ich hab sie. Die Frage ist, welche Richtung gehen wir zuerst? Haben wir eigentlich schon Zivilisten erschossen? Doch nicht. Ey, wir sind richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen erst hoch, weil ich glaube, da war die Sackgasse und hier geht's zum Haus oder war das umgekehrt? Wow, mal gut, dass ich hier gerade Licht gemacht habe. Hier oben ist sicher. Das ist, als wenn er so singen würde, so Scooter-mäßig. Deploying Camelight. Deploying Camelight. Camelight out. Camelight out. Siehst du was? Ich sehe nix. Okay. Ich werf mal eine Flash, damit wir ein bisschen Licht haben. Scheiße! Keiner da. Oh, guck mal, Leuchtsteine. Ich habe auch ein bisschen Mehl mitgenommen. Ups. Aber wir sind fertig. Sind schon fertig. Bin Nice. ich gespannt, wie wir Alter. abgeschlossen haben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. Ich habe 50 Minuspunkte gekriegt, weil ich irgendwie Machtmissbrauch betrieben habe. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin der Meinung, ich bin im Recht. Ich bin schließlich Polizist. Ich habe 50 Punkte abgezogen gekriegt, weil ich angeblich Machtmissbrauch betrieben habe. Das habe ich gelesen. Ich habe genau dasselbe gekriegt. Also, ich. Und wir haben einen Verdächtigen nicht gemeldet. Ja, gut, aber war der denn wirklich verdächtig? Ich meine, was hat er gemacht? Die sind alle verdächtig, die wir da sehen. Weißt du es? Vielleicht war er nur spazieren. Ist da irgendwie so. Oh, was ist denn da? Ich gehe da mal hin. Och, eine Crackhöhle. Ach ja, ach, da gucke ich mich mal um. Der ist so viel Döner essen gehen, weißt du? Ja. Nee, Hat nur kurz geklingelt, damit er mal kacken kann. Ja, genau. Der war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich finde halt, dass wir gar keinen Machtmissbrauch betreiben können, weil wir sind the police. Ja, Wir das Wort sind hört das. persönlich. Richtig, wir sind das Gesetz. Es gibt also nichts, wogegen wir verstoßen können. Ja, Special Weapons and Tactics. Das sind nun mal besondere Waffen und Taktiken, die wir anwenden. Ob die CIA im Folterkeller auch einfach nur besondere Taktiken anwendet? Ja, ich glaube auch. Den ist auch bestimmt den SWAT Room.
Da wird auch gewaterboardet und sowas. Das ist alles nur Taktik. Das, Soll ich jetzt mein Schild mitnehmen? ja, wir können. Ja, ich hätte auch gern Pfefferspray. Alles klar. Das war's aber erstmal für heute mit Ready or Not. Wir werden noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht kommt ja die eine oder andere gute Runde noch dabei mit raus. Könnt ihr dann natürlich sehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.